Für die internationale Kundschaft. Heute Abend sind wir live aus dem Panorama Hotel Alphobel. Unsere Gäste genießen im Moment das Diner de Terroir. Darum rede ich heute Salzertitsch, so wie man die Schnur gewachsen. So. Und die, die es nicht verstehen, sollen einfach googeln. Die sollen einfach googeln. Oder twittern. Gibt das keine Untertitel? Untertitel? Gute Idee. Untertitel. Also, los, positiv. Also, wir haben jetzt Diner de Terroir. Das heisst, alle Produkte, Zutaten sind in unserem schönsten Kanton in der Schweiz, in unserem Wallis. Und Steven, tu dich schon mal bitte auf Hochdeutsch erklären, was auf dem Teller ist. Also, hier haben wir den Vorspeisenteller. Da haben wir ein Rindsatin vom Ehringer Rind hier aus dem Wallis. Genau. Ah ja, er hält es gerade so hoch. Ja, so, das ist vielleicht auch das hier, ne? Hier haben wir ein Walliser Sushi gemacht mit einer Karotte innen drin. Hier hat es eine Forelle aus dem Tropenhaus Rüttingen. Und hier ist noch ein bisschen Feldsalat. Angemacht mit einem Traubenkernöl auch aus dem Wallis. Chutney haben wir auch noch, gell? Aprikosen-Chutney gibt es auch noch dazu. Das wäre hier. Also ich würde dich ja ungern korrigieren. Ja, mach das. Aber da ich ja jetzt mit dem Taste Express den ganzen Tag im Wallis unterwegs bin, die Forelle ist aus dem Zimmerlang. Ja? Und was du gemeint hast, ist der Stör, was der morgen gibt, der ist aus dem Tropenhaus Frutigen. Da bist du korrekt. Super. Ihr habt halt im Moment so viel zu tun, ist very confusing, gell? So, verstehst du? Ja, verstehst du. Okay. Aber noch etwas dazu, ja. Aprikosen, nein, sagen wir, das ist nämlich saufein. Aprikosen-Chutney, also Aprikosen, Zwiebeln, hausgemachter Chili-Sirup und das war schon alles. Also abgekocht, kurz püriert, abgefüllt. Kann man auch kaufen. Weil ich kann eins sagen, es ist himmeltraurig, aber ich könnte das nicht probieren. Aber ich habe eine Idee, ich schmiere ihn jetzt ein bisschen auf die Linse. Weil der erst dann macht das Spass. Macht das auch Sinn, ne? Du, jetzt siehst du, ist nicht mehr. Müssen wir das wegputzen? Ja, mal ein Stück Papier geholt. Gut, ich kann mal. Du machst einfach mal wieder wie auf. Ja, ich habe mit der Feder gemacht. Also immer so, wenn er auf die Kamera unterschreibt. Gut. Alles wieder klar und deutlich. Ich glaube, das ist jetzt total gut. Jetzt müsst ihr gut in die Kamera. Warte. Also, loset. Der Wein. Entschuldigung. Warte mal. Wir machen gerade weiter. Wir machen gerade Teil 2. Es läuft noch. Es läuft doch. Was für ein Teil 2? Wir sind scharf. Wir sind immer scharf. Wir sind immer scharf. Ich habe die scharfe Soße gesehen und der Wein, den ich präsentiere, ist auch offen scharf. Das ist der Biodomaine Chateau Blanc. Das ist ein Assemblage aus dem Haida und dem Johannisberg oder Silvaner. Beide sind in Paris gebaut worden. Das Foto, das ihr da drauf seht, das Etikett, ist von einem Künstler. Und zwar vom SQ1 aus Neuseeland. Ich habe das letzte Jahr ein paar verrückte Graffiti-Leute eingeladen, um mit mir auf 84 Kisten ihre Impressionen zu malen. Ich habe dann gesagt, du sagst, wir nicht Wein machen. Und ich sage, nicht malen, dann kommt es gut. Und das Resultat ist hier. Das Schöne ist, ihr habt ein Etikett, das das Gesamtwerk dort widerspiegelt. Dazu hat er einen Teil vom Kunstwerk. Jede Kiste ist ein 84. vom Kunstwerk. Und das Wichtigste, ihr habt einen Wein aus biologischem Anbau von meinem Keller, von meinem Häusporten, der einfach absolut hornigeil ist. Hornigeil? Und der Zeug. Kann ja nichts machen. Ja, aber jetzt will ich nicht. Ich komme gerade wieder. Ich muss nur gerade schauen, wie wir mit der Zeit sind. Klepfen müssen, das schon. Du hast noch genau 50 Sekunden um diese Zeit. Schreiben, Kollege. Schrauben. Das bedeutet Schrauben. Ja, ja. Ich bin froh, dass wir gesetzt sind. Gell? Wir lassen ihn nicht gefahren. Hätte das gehört? Nein, ich extra.
Das Mikrofon, ja. Neue Batterie drin. Ja. Warte, was ist das Mikrofon? Das ist ein Mikrofon. Oh, ist drauf, oben. Los einmal da. 30 Sekunden. Ja, das ist so. Das ist echt mal. Das ist so gut. Probiert doch selber.